Also das ist 10-8. Die zweite. Ton läuft, Kamera läuft. Und Action. So. Was steht denn heute auf dem Plan? Die Sicherheitsunterweisung. Ihr fragt euch bestimmt auch, warum muss man diese Sicherheitsunterweisung jedes Semester machen? Tja, und da gibt's mehrere Antworten. Eine davon ist, dass tatsächlich euer Leben davon abhängen kann. Genau, die Begebenheiten in der Hochschule können sich auch Semester für Semester ändern. Und durch eine regelmäßige Auffrischung wollen wir einfach erreichen, dass ihr eine Sensibilisierung für das Thema habt. Die Dinge sollen ins Unterbewusste übergehen und sollen in Gefahrensituationen leicht aufzurufen sein. Und ohne eine nachweisliche Unterweisung kann es sein, dass ihr zusätzlich zu einem eventuellen körperlichen Schaden auch noch einen finanziellen Schaden davontragen könnt. Und das Ganze klang jetzt schon wieder ein bisschen trocken und wir haben uns überlegt, wie wir das Ganze ein bisschen spannender gestalten können. Dazu haben wir Brainstorming betrieben. Wir hatten Team-Meetings. Wir haben einen Workshop veranstaltet und wir standen wirklich kurz vor einem Burnout. Und dann kam uns die glorreiche Idee. Humor. Strafen. Was? Oh Mann, verstehst du schon wieder nicht? Komm mal her. Komm, ich zeig's dir. Da, guck sie doch an. Das ist doch voll... Boah, hab ich Durst. Boah, geiler Stoff. Hey, ich hab hier gerade Methanol abgefüllt. Hast du das gesehen? Ich sehe gar nichts mehr. Achtung, Achtung! Das ist keine Übung. Bitte verlassen Sie zügig das Gebäude. Soll ich wirklich in den Raum gehen? Da könnte jemand drin sein. This girl is on fire. Ich könnte sein Leben retten, oder? She's walking on fire. Ach, egal. Boah, was riecht denn hier so verbrannt? Ich glaube nur die Pizza. Okay. Schon wieder der Akku leer. Stopp! Wo willst du denn hin? Ja, hier rein. Nee. Ohne eine Begleitung, mindestens eine Frau, kommst du hier nicht rein. Ja, ist das jetzt ein Club oder ein Labor? Ah, wir sind ja hier im Labor. Aber ohne eine Begleitung kommst du hier nicht rein. Mindestens zwei Personen. Stopp! Wo willst du Hampelmann denn hin? Hier rein. In dem Outfit?
Keine Chance. Nur laborsichere Kleidung. Was riecht denn hier so verbrannt? Ja, hier rein. Ohne Begleitung geht nicht. Genau, und ohne nachgewiesene Unterweisung. Und dann kam uns die glorreiche Idee. Strafe.